Okay, ich würde vorschlagen, dass wir anfangen. Herzliche Grüße von Herrn Hoffmann. Ich vertrete heute Herrn Hoffmann. Der ist auf Dienstreise und freue mich, Herrn Rainer Nolase heute begrüßen zu dürfen mit seinem Vortrag Konzeptionelle Entwicklung im Elementarbereich. Alles schon mal da gewesen. Herr Hoffmann hat uns vor ein paar Monaten schon berichtet von dem Vortrag. Er hat Herrn Nolase schon gehört und war ganz glücklich, dass wir sie gewinnen konnten für unsere Vorlesung hier an der Universität Osnabrück und sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Herr Rainer Nolase war lange Professor an der Universität Bielefeld in der Abteilung Psychologie im Bereich Bildungspsychologie und ist mittlerweile emeritiert, aber immer noch sehr aktiv. Jetzt im Herbst kommt ein aktuelles Buch zu Gruppen im Elementarbereich heraus. Und Sie sind auch ganz aktiv mit Vorträgen, Veröffentlichungen und auch Forschungsprojekten, wie ich gerade gehört habe. Also wissenschaftliche Karriere hört nicht auf. Und wir sind sehr gespannt, was Sie uns über den Elementarbereich berichten werden. Herr Nolase und ich haben vereinbart, dass er noch selbst was zu seiner Person sagt, dass wir ca. 60 bis maximal 70 Minuten den Vortrag hören und dann gemeinsam in die Diskussion einsteigen. Ja, herzlichen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen mir an, ich bin schon etwas älter und seit 6 Jahren pensioniert und ich bin so alt wie diese Herren, die Sie vielleicht kennen, ein aktuelles Bild. Und das zeige ich dann immer gerne, damit Sie nicht denken, dass man in diesem Alter so ganz undynamisch ist. Das sind die Rolling Stones, habt ihr schon mal was von gehört? Ja, und das ist Ihr Auftritt jetzt in Berlin gewesen, in der Waldbühne. Das heißt, die können immer noch, obwohl die Knochen natürlich genauso morsch sind wie meine eigenen, können die immer noch rocken, was das Zeug hält. Ja, ich bin heute hier, um Ihnen auch ein bisschen zu erzählen, wie das früher mit der Elementarerziehung war. Ich habe mit 27 Jahren mein Examen gemacht als Diplompsychologe. Ich war vorher mal 2 Jahre bei der Bundeswehr. Das war damals so üblich, ne? Und deswegen war ich erst mit 27 fertig und habe dann eine Forschungsstelle angeboten bekommen im Elementarbereich und habe dann sofort angefangen zu hospitieren, bin von Kindergarten zu Kindergarten gegangen und mich hat dieser Bereich total fasziniert und ich darf Sie auch dazu begrüßen oder beglückwünschen, dass Sie diese Wahl getroffen haben. Es ist wirklich unglaublich. Die Arbeit mit den Kindern ist sehr dankbar, viel dankbarer, als wenn Sie mit Jugendlichen arbeiten. Die sind schwieriger, die Kleinen sind nicht ganz so schwierig, die sind nervig. Ja, dieser Elementarbereich ist sehr fortbildungsintensiv. Die Erzieherinnen und sonstigen Menschen, die im Elementarbereich tätig sind, die machen viel mehr Fortbildung als die Lehrer beispielsweise. Das merke ich auch jetzt, wenn mich mal jemand heuert für eine Fortbildungsveranstaltung bei Lehrern, kommen da 3 Stück. Ja, und wenn man aber für Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen oder Sozialpädagogen was anbietet, dann sind da Hunderte manchmal. Und deswegen ist das wirklich hochinteressant. Mir hat auch gefallen, dass dieser Elementarbereich so organisatorisch so ein bisschen abgeschirmt ist von den anderen Bereichen. Und deswegen bin ich auch gerne zu Ihnen gekommen und Ihnen etwas zu erzählen, was man so früher alles schon gemacht hat in diesem Bereich. Ich selber war auch im Kindergarten. Das sind Bilder von mir, als ich 5 Jahre alt war, also im Jahre 1948. Und Sie sehen schon, wir haben auf kleinen Zetteln malen müssen, weil es nicht so viel Papier gab. Man hatte auch keinen Wasserfarbkasten, alles gab es nicht. Deutschland lag in Trümmern, die Väter waren im Krieg. Ja, und ich war in einem Kindergarten, wo die Gruppenstärke 40 Kinder betrug. Da war nicht viel mit Pädagogik. Ja. Wir haben dann gemalt, die haben uns ein Märchen vorgelesen von wie heißt das nochmal, mit den Rapunzel, mit den langen Haaren und so weiter. Und das mussten wir dann anschließend malen. Wir haben so ein bisschen gestritten. Es gab einen kleinen Puppenherd mit Esbit, da konnte man Feuer machen und Wasser. Darum hat man sich gestritten. Und die Nonnen haben da mal hier für Rainer Nolase, haben sie hingeschrieben, man hätte mich gefragt, warum ich das Gesicht dieses Reiters schwarz gemalt hätte. Und dann hätte ich gesagt, also ich hätte das so gesehen. Da bin ich dann als Psychologe heute natürlich aufmerksamer. Wenn Kinder Gesichter schwarz malen, heißt das unter Umständen, dass sie mit Menschen Probleme haben. Und dieser Mensch, mit dem ich Probleme hatte, war mein Vater natürlich, den ich nicht kannte. Den habe ich erst mit 5 Jahren kennengelernt. Den habe ich als totalen Fremdling in meiner Familie empfunden.
Ich habe gar kein Vertrauen gehabt. Er bemühte sich sehr, der war auch in einem pädagogischen Beruf später tätig, hielt mir dann seinen muskulösen Arm hin und ich sollte mal draufhauen, habe ich natürlich nicht gemacht. Weihnachten hat er mir, wer weiß was, gebastelt für die damalige Zeit, ne? Ein Kasperletheater und einen kleinen Zirkus und dann wurde das dahingestellt. Das ist für dich, habe ich extra gemacht und ich sagte, ja schön. Und bin dann zur Seite gegangen und habe mich für irgendeine Kleinigkeit von der Oma gefreut, die dann da mir natürlich vertrauter war. Und wenn Sie hier vorne sehen, so eine Mannzeichnung, dann würden die meisten von Ihnen wissen, dass ein solches Bild für einen Fünfjährigen einen Entwicklungsrückstand bedeutet. Ja, mit anderen Worten, ich würde mich da mit dem, was ich da gemalt habe, es gibt da noch ein paar andere Bilder, ein wenig als zurück heutzutage klassifizieren. Wer so malt, so grob ein Bild von einem Menschen, ja, die Finger sind zwar dran, die Arme kein Hals, ne, die Beine einfach Striche, der ist ein wenig zurück. So waren wir, das waren die Umgebung. Nun sehen Sie, wenn im Elementarbereich etwas zurück ist, kann man trotzdem noch einen anständigen Beruf ergreifen. Und deswegen frage ich zunächst einmal, wer von Ihnen war denn selber nicht im Kindergarten? Einer bloß. Ne? Wenn ich Erwachsene heute frage, ist das die Hälfte. Oder wenn ich bei Erzieherinnen frage, wart ihr im Kindergarten? Die Hälfte sagt, nö. Also man kann auch ohne Kindergarten tatsächlich noch erwachsen werden oder gut werden. Ich habe dann, Frau Kuband hat das ja gerade schon angedeutet, eine ganze Menge gemacht. Mit 27 war ich in dieser Forschungsgruppe. Ja, wir haben die Verschulung der kleinen Kinder untersucht, dann war ich von 76 bis 80, recht früh mit 32, Professor für Vorschulpädagogik an der Uni Essen. Und dann bin ich nach Bielefeld gegangen, da war ich für Entwicklung und Erziehung, also eher Entwicklungspsychologie zuständig. Ich war dann auch ein bisschen in der Politik tätig, obwohl ich parteilos bin, in einer Enquete-Kommission, das heißt Untersuchungskommission, Chancen für Kinder. War sehr interessant, weil die meisten Gegner von uns sind gar nicht die Parlamentarier, sondern die anderen Kollegen und Kolleginnen, die Professoren und Professorinnen. Das hat mich sowas von gewundert, weil die Parlamentarier, egal von welcher Partei, sind ehrenwerte Menschen, aber keine Experten für Kleinkinderziehung. Und diejenigen, die das alle machen, was sie an Politik vielleicht auch zu meckern haben, das sind unsere Leute. Ja? Das sind Professoren und Professorinnen, die sich damit beschäftigen und die bestimmte Vorstellungen haben. Und deswegen ist das, was sie auch hier diskutieren in Zukunft und auch jetzt ziemlich wichtig. Ja, und Sie haben als Studierte dann auch da einen gewissen Einfluss drauf, weil die anderen nur das wissen, was in der Zeitung steht. Ich war dann bei den Bildungsvereinbarungen des Landes Nordrhein-Westfalen beteiligt. Auch das war lächerlich. Ich habe 60 Seiten geschrieben und einen Satz haben sie übernommen. Ne, man schreibt und schreibt und schreibt und passt ja nicht in Kram. Und ich habe auch jetzt vor das Jahr noch eine empirische Bewertung der Bildungsvereinbarung in Schleswig-Holstein gemacht, eine Totalerhebung aller Kindergärten und kann da Ihnen auch gleich noch ein paar Auskünfte geben. Also ich bin weiterhin aktiv. Ich habe früher solche Handbücher rausgegeben, Handbuch der Früh- und Vorschulpädagogik, längst vergriffen natürlich, aber Sie können es vielleicht noch in der Bibliothek bekommen. Da sehen Sie dann, dass man damals dieselben Themen behandelt hat wie heute und ich habe empirische Untersuchungen gemacht über sozial-emotionale Erziehung in Kindergarten und Vorklasse oder mit anderen zusammen über Erzieherinnen-Umfragen, wie die ihren Beruf empfinden. Die Verlage sind immer anschließend pleite gegangen, wenn ich da ein Buch geschrieben habe. Ich hoffe nicht, dass bei diesem Buch, das im vierten Quartal dieses Jahres erscheint, eine kritische Zusammenstellung der Gruppenprobleme im Kindergarten und Kindertagesstätten, da fallen Ihnen die Ohren ab, ja, das ist wie so ein Urknall. Aber es ist rein wissenschaftlich, ne? Gruppen sind nicht immer gut. Das haben wir in den langen Jahren unserer Arbeit im Elementarbereich auch gelernt. Okay, also ich bin noch weiter aktiv. So, zur Sache. Kann man aus der Geschichte lernen? Lohnt sich das für Sie, mir zuzuhören oder sich Ergebnisse aus der Vergangenheit reinzuziehen? Ja. Und zwar steckt dahinter auch natürlich die Überzeugung, die Kinder werden in 100 Jahren noch dieselben Erwachsenen brauchen, wie sie vor 100 Jahren sie gebraucht haben.
da ändert sich nicht so viel. Ein kleines Kind braucht immer Bindung an erwachsene Bezugspersonen, braucht immer Anregung, ja, hat immer die ähnlichen und selben Schwierigkeiten und deswegen ändert sich da nicht so viel. Das ist wie in der Medizin. Der Blinddarm wird immer, meistens, wo liegt er, vorne links, rechts oder was, ja, der wird auch immer direkt entfernt und nicht etwa oral oder sonst was, eine orale Blinddarmentfernung, ja. Es muss nicht immer alles modern sein, sondern wir ändern uns als Menschen nicht. Und die Menschen in 100 Jahren werden sich genauso verlieben und verknallen, wie ihr das jetzt tut. Die werden dieselben Ansprüche an Treue und an Verständnis stellen. Da wird sich nicht so viel ändern. Und die Annahme ist natürlich in der Gesellschaft immer virulent, dass sich alles alle paar Jahre ändert. Ja, wir haben doch jetzt Handys und wir haben doch jetzt einen Computer. Die Kinder müssen doch anders sein. Na, ein Säugling, dem macht ein Computer gar nichts aus. Ja, ich habe da ein bisschen Erfahrung. Ne? Tragen Sie den durch die Wohnung, zeigen ihm Computer, haben Sie schon mal einen Säugling gesehen, der sagt, Donnerwetter, was die alle erfunden haben. Nö, die nehmen das alles als gegeben hin und das ist überhaupt nichts Besonderes. Und so ein bisschen kann ich das auch belegen durch das, was ich mit Ihnen jetzt mache. Wir wollen zunächst einmal sehen, dass die Vorschulerziehung einen ganz, wie soll ich sagen, radikalen Sinn hatte, nämlich nur die Kinder zu bewahren, während die Eltern arbeiteten. Das ist die Entstehung der Vorschulerziehung, nicht Bildung. Und dann will ich Ihnen über Verschulung, über kompensatorische Erziehung, kann man den armen Kindern, den aus bildungsfernen Elternhäusern helfen? Können wir die Kinder heute bilden mit Programmen und Übungen und Training wie in der Schule? Ja. Reicht der Ganztagskindergarten für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Wo bezieht ihr eure oder wo beziehen Erzieherinnen ihre Fähigkeiten her, ihre Qualität? Wie kann man die Arbeit da verbessern? Unter Umständen kommt das auf Sie zu, weil Sie einen Bachelor oder einen Master haben in entsprechenden Studien, dass Sie sich auch darum kümmern müssen, wie man die Qualität des Verhaltens von Erzieherinnen und Sozialpädagogen in der Praxis, wie man die verbessern kann. Und zum Schluss ist die Frage auch interessant, haben sich die Kinder eigentlich geändert? Und wenn ja, wo? Darüber will ich mit Ihnen kurz reden. Also, die Vorgeschichte der Vorschulerziehung ist am besten in diesem Bild hier unten zu sehen. Sie sehen, da ist ein Kind im Fass und hier ist ein Schemel mit einer Tellersuppe, ein Löffel. Und man denkt sich da zunächst nichts dabei und denkt, geht er vielleicht in eine Badewanne, muss er gereinigt werden, aber er hat Kleidung an. Und auf der anderen Seite, hier sehen Sie das Bild noch mal groß, Sie haben die Kinder im Vorschulalter damals immer so wie kleine Erwachsene gemalt, ne? Da ist dann so der Text, aber da unten ist ein Fass. Und was steckt in dem Fasse? Auch ein Kind. Das ist ein Buch, was Eltern mit ihren Kindern damals, 1804, durchackern sollten. Wie schön, dass man gleich die Fragen in dem Bilderbuch hatte. Ich warte immer noch darauf, dass heute auch solche Bilderbücher gemacht werden. Das ist super, ja, aber da unten ist ein Fass. Was steckt denn in dem Fasse? Na, macht man seinen Nachwuchs? Auch ein Kind, aber wie ist es denn in das Fass hineingekommen? Es hat doch nicht können hineinsteigen, es ist noch nicht groß genug dazu. Es guckt ja nur so eben mit dem Köpfchen aus dem Fass heraus. Sie, die Eltern, haben es in das Fass gesteckt. Die Eltern sind aufs Feld gegangen, da müssen sie arbeiten. Für die Arbeit bekommen sie Geld und für das Geld kaufen sie Brot und andere Esswaren. Die Eltern konnten das Kind nicht mit aufs Feld nehmen, es würde gefroren haben oder es wäre nass geworden, aber es hätte die Eltern am Arbeiten gehindert. Eine Wärterin oder eine Magd konnten sie auch nicht bei dem Kinde lassen. Sie haben nicht so viel Geld, eine Magd oder Wärterin zu mieten und zu bezahlen. Ganz knallharte Überlegung, auch kinderfreundlich. Nicht? Eine Magd, heute würde man sagen Tagesmütter, ja, das ist dann später auch realisiert worden. Aber warum lassen Sie das Kind nicht lieber herumlaufen? Es kann wohl noch nicht recht laufen. Es kriecht mehr, als es läuft. Da hätte es nun können leicht Schaden nehmen, wenn es allein überall herumgekrochen wäre. Sie haben es darum lieber ins Fass gesteckt. Und dann dieses Verständnis, was die dann anschließend äußern über dieses arme Kind, nicht wahr? Das arme Kind. Die Zeit wird ihm recht lang werden. Wie wird es sich freuen, wenn die Eltern wieder nach Hause kommen? Also die haben durchaus Verständnis für den Kleinen, packen den in ein Fass, lassen den zu Hause alleine rumhängen und nichts passiert. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass auch im Jahre 1804 natürlich erwachsene Männer und Frauen gesagt haben, Mensch, dann machen wir doch lieber einen Kindergarten, ne?
Dann nehmen wir jemanden, der selbst Kinder hat und dann laufen die da rum. Und Kindergarten war manchmal tatsächlich im Garten, hinten hinterm Mietshaus in München oder wo auch immer, im Elsass. Und dann hat eine Familie auf mehrere Kinder da aufpassen müssen. Und das ist heute auch noch so. Manche denken heute, ja, der Kindergarten ist eine Bildungsinstitution. Ja. Eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine Aufbewahrungsinstitution. Nur, wenn du irgendwann mit kleinen Kindern zu tun hast, dann musst du ja behämmert sein, ja? Wirklich das Gehirn ausgeblasen, wenn du dann sagst, ich will es nur bewahren, ich bringe ihm nichts bei. Das war damals so idiotisch, wie es heute auch klingen würde. Das ist immer verbunden gewesen, wenn man Kinder betreut, dass man natürlich mit denen dann auch irgendetwas macht. Und deswegen ist die Bildung im Kindergarten, ich habe Ihnen hier mal so ein paar Quellen genannt, ein uraltes Thema. Das ist 200 Jahre alt. Und deswegen kann man nicht heute sagen, ja, heute ist der Kindergarten keine Bewahranstalt mehr. Heute müssen wir da auch Bildung machen. Das ist ein wichtiger Teil des Bildungssystems. Eine alberne Phrase, ja, die im Grunde genommen mit der Geschichte der Kindergarten Erziehung überhaupt nicht übereinstimmen. Bildung war immer ein zentrales Thema im Kindergarten und einige von denen, Fröbel, Montessori, haben Sie sicherlich schon in Ihrem Studium gehört. Und ich will Ihnen noch mal sagen, dass solche sozialen Aspekte gerade der Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern damals eine Riesenrolle gespielt haben. Über die frühzeitige Erziehung der Kinder und die englischen Kleinkinderschulen oder Bemerkungen über die Wichtigkeit, die kleinen Kinder der Armen im Alter von 1,5 bis 7 Jahren zu erziehen, nebst einer Darstellung der Spitalfelder Kleinkinderschule und des da selbst eingeführten Erziehungssystems von Samuel Wilderspin, ein Engländer. Das ist aus dem Englischen übersetzt ins Deutsche. Und da hat man also auch natürlich die Kinder der Armen. Das war das Entscheidende, was man damals machen wollte. Das ist ein Urmotiv der Vorschulerziehung. Das sah nur so aus. Ja, manche würden sagen, oh toll, wie ein Hörsaal. Ne, die kleinen Kinder, toll. Ne? Ja, ich habe hier 108 Köpfe gezählt. Das sollen manchmal 200 bis 300 da gehabt haben. Und die waren dann die ganze Zeit aufmerksam. Die machten dann Pause und in jeder Reihe war irgendwie ein etwas älteres Kind, das auch so ein bisschen aufgepasst hat. Aber die waren ruhig. Und dann habe ich immer meine Studenten gefragt, warum waren die wohl damals ruhig? Nur weil die kein Fernsehen hatten oder kein Handy? Mensch, überlegt euch mal, was die für Alternativen hatten. Wo waren die Eltern? In Nordengland. Die haben gearbeitet. Unter Tage, 80 Stunden die Woche, gibt's heute gar nicht. Ist von der Arbeiterbewegung erstritten worden, dass wir eine 40-Stunden-Woche haben. Ja? Die waren gar nicht da. Ja, und warum sind die denn nicht zu Hause geblieben? Da war doch keiner. Wer denn? Da waren doch die Eltern und Geschwister. Wie sahen diese Hütten aus? Leere Räume, vielleicht ein bisschen Stroh in der Ecke. Ne? Ein Krug mit Wasser oder sonst was. Vielleicht ein offener Kamin. Spielzeug. Selbst ich habe 1945 und 1948 so einen kleinen Karton gehabt, da waren Sachen, die ich gesammelt hatte, die man als Spielzeug bezeichnen konnte. Die hatten gar nichts, ja, und jetzt haben die dann die Häuser, die Hütten haben sie dann zugemacht und dann konnten die draußen spielen. Aber was heißt das? Es war doch überhaupt keine Pflasterung auf keinem Weg. Das war knietief, haben die da im Matsch gewartet, gerade in Nordengland. Ne? Was war das denn für ein Leben? Es regnete, die machten Blödsinn und dann haben natürlich Erwachsene gesagt, das geht nicht. Und dann kam er, der Samuel Wilderspin, der hat sich von reichen Fabrikanten das finanzieren lassen. Das sind soziale Utopisten als Kapitalisten. Ja, die haben ein Herz gehabt und dann hat er so Scheunen hier umgebaut. Mit Sitzen, Bilder da drin. Bilder waren damals für die Kinder was ganz Besonderes, das kannten die ja gar nicht. Ja, und dann waren die auch ruhig, weil das eine hohe Attraktivität hat. Das können wir heute gar nicht mehr machen, weil der Kindergarten natürlich nicht so attraktiv ist wie das Kinderzimmer zu Hause. Na, ein Kind alleine hat da mittlerweile so viel Spielzeug, wie wir früher mit einer ganzen Kindergruppe von 40 hatten. Na, und deswegen ist das zum Beispiel auch so ein Problem, dass manche Kinder gar nicht so darauf erpicht sind, zu ihnen in die Einrichtung zu kommen, weil das, was da angeboten wird, sich eigentlich nicht positiv von dem unterscheidet, was sie sowieso haben. Die können zu Hause mehr machen. Und deswegen sind auch manche ziemlich gelangweilt oder maulen rum, weil sie nicht wollen. Sie kriegen das vielleicht nicht mit, aber die Eltern, na, ich gehe nicht in den Kindergarten, oh, bleib lieber zu Hause und so weiter und so fort.
Und solche Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Sozialschicht und Schulerfolg, die sind seit den 40er Jahren bekannt. Und bei der Reichsschulkonferenz in, wo war das, Berlin, glaube ich, da gab es 1920 schon eine Kontroverse, die es heute auch gibt. Sollen wir die Kleinen so behandeln wie in der Schule oder sollen wir die Kleinen mehr spielen lassen? Und das hat sich damals schon gezeigt, also die Vertreter des Kindergartens haben das Konzept der erweiterten Kinderstube vertreten, also Alltagslernen. Und die anderen wollten aber schon die Schule ein bisschen eher kommen lassen. Also eine uralte Kontroverse, die sie heute noch genauso im Praxisfeld haben. Es gab früher eine Einheit von Bewahrung und Bildung. Dann gab es diese Verschulungstendenzen, man will schulähnlich arbeiten und dieses uralte, die erweiterte Kindergartenstube, kindergartenähnlich. Beide wollten Bildung, wollten nicht nur Betreuung. Das ist kein neues Thema. Die wollten Bildung auf verschiedenen Wegen. Mehr so nebenher und die anderen eben durch Programme, die evaluiert sind. Ja. Ich nenne Ihnen jetzt mal so ein paar Dinge mit Ergebnissen, die mich selber auch gewundert haben. Sie müssen nicht denken, dass ich der finale Klugscheißer bin und vielleicht können Sie das streichen dann, dieses Wort da draus, ja, und immer schon gewusst habe, wie es richtig ist, sondern ich habe damals auch geglaubt, wenn man mit den Kindern so Programme macht, früh verschulen, das muss doch in irgendeiner Form positive Auswirkungen gehabt haben. Und deswegen war ich zunächst auch da in dieser Initiative. Es gab immer solche Probleme. Also in meiner Jugend, also in Ihrem Alter ungefähr, da gab es dann den Sputnik-Schock. Die Russen haben einen Satelliten in die Umlaufbahn geschossen und die Amis und die westliche Welt, die waren total geschockt. Wie konnten die nur so geschickt sein, ja, dass sie da einen Satelliten in die Umlaufbahn schicken und haben dann gedacht, das liegt an deren Bildungssystem. Dann ging die Untersuchung los. Ja, die haben schicken ihre Kinder frühzeitig in die Kindergärten, die tun mehr, die haben ein besseres Bildungssystem. Die kollektiven Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten, die sind dort entwickelt. Und die Amis haben dann ein Riesenprojekt gemacht, dieses Head Start-Projekt, Kopfstart oder Frühstart, wo sie das dann alles kopieren wollten. Da wurden Gelder ausgegeben, da ist die Bildungswelle jetzt aus den 90er Jahren, da ist nichts dagegen. Das war der Sputnik-Schock und in Deutschland die Bildungskatastrophe. Wir haben zu wenige im Gymnasium, müssen mehr sein. Damals gab es höchstens 5% der Bevölkerung, die ein Gymnasium besucht haben. Also für die modernen Anforderungen brauchen wir mehr gut ausgebildete Menschen. Und da gibt es eine Bildungskatastrophe. Und dann fingen die an, Frühlesen. Ich erinnere mich noch an eine Tagesschau, Fernsehen gab es ja. Da kam als erste Meldung, neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass 5-jährige Kinder auch lesen können. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, die Intelligenz ist im Alter von 4 Jahren mehr oder weniger festgelegt. Da hast du deine Intelligenz von 80% der Intelligenz, die du dann im Alter von 16 Jahren hast. Völliger Stuss, ja, die haben Statistiken nicht verstanden. Na, aber das waren solche Bewegungen und der Hans-Rolf Lückert hatte eine Frühlesefibel gemacht, die wurde palettenweise in den Buchhandlungen verkauft. Ja, Frühlesefibel, damit man den Kindern die geben konnte, dann konnten die mit 5 Jahren schon was vorlesen. Was kommt dabei raus? Ein Großteil der Kinder hat das stinklangweilig gefunden, konnte überhaupt nicht lesen lernen. Und einige können natürlich lesen, schon mit 3 Jahren. Und dann denken die Leute, das müssen wir doch dann allen Kindern ermöglichen, dass die so früh lesen lernen. Ne? Und dann wurde die Früheinschulung thematisiert mit 5 Jahren. Und dann gab's, das kennen Sie ja auch hier aus Niedersachsen, als Brückenjahr, Vorklassen oder Eingangsstufen, Nullte. Schulklassen. In einer Laborschule in Bielefeld sind das die Nuller. Die sind dann mit 5 Jahren, sind die dann in der Schule. Und die Leute haben gedacht, ja, wenn die mal früh in die Schule kommen, dann lernen die was. Als wenn sie im Kindergarten nichts lernen würden. Nicht? Das ist immer diese merkwürdige Argumentation. Es gab Schulkindergärten für diejenigen, die noch nicht schulreif waren und so weiter. Oder in Baden-Württemberg wollte man ein Kinderhaus von 4 bis 10 nach holländischem Vorbild machen, die sogenannte Basisonderwijs und so weiter. Also da gab es 1000 Ideen und der Deutsche Bildungsrat, den es gar nicht mehr gibt, der hat die Früheinschulung der 5-Jährigen gefordert und nicht nur Nordrhein-Westfalen, auch Niedersachsen und andere Länder haben dann solche Vorklassen oder nullte Schuljahre eingerichtet.
An diesen nullten Schuljahren war die Leitung einer Sozialpädagogin, also auch schon einer studierten Kraft, überlassen worden. Die Lehrerin oder der Lehrer kam 2-3 Mal die Woche da rein, hatte ein bisschen Mathe und Deutsch beigebracht, Lesen und Schreiben und so weiter. Und der Kindergarten war so ganz traditionell gemacht, ne? Gruppengrößen waren vergleichbar. Hier gab es ein Curriculum, ja, spielorientiertes schulisches Lernen. Und da sollten die Kinder situationsorientiert lernen. Sie kennen den Situationsansatz vielleicht schon, dass man so ad hoc sagt, jetzt können wir mal über das Thema reden oder auch nicht. Die waren systematisch in Nordrhein-Westfalen verteilt. Nordrhein-Westfalen ist hier nicht ganz eingenordet, ne? Sie sehen also, da hat man sich richtig Mühe gehabt und gegeben. Und das Ergebnis nach 6-7 Jahren war so demoralisierend für diejenigen, die diese frühe Einschulung der kleinen Kinder haben wollten. Im Nordrhein-Westfälischen Landtag haben die Sozialpädagogen oben auf der Bühne gesessen, die diese nullten Schuljahr geleitet haben, die haben geheult. Die haben total geheult, weil die haben sich so angestrengt bei den Vorklassen, bei den früh eingeschulten Kindern, dass sie nicht verstanden haben, dass 4 unabhängige Forschungsteams herausgefunden haben, dass das nichts nutzt. Völlig zwecklos. Du kannst es sein lassen, du kannst es machen, es ist wurscht. Das ist so eine Niederlage für eine ganze Theorie, ja, für oberflächliche Annahmen natürlich. Und es war für uns alle überraschend. Zum Beispiel der Otto Ewert, auch schon verstorben, ne? Die Schüler 4. Klassen, die an einer vorschulischen Förderung teilgenommen haben, haben im Mittel keinen Leistungsvorsprung vor ihren Klassenkameraden. Wir hatten damals noch Kontrollgruppen, die zu Hause geblieben sind. Das gab es damals noch, gibt es ja heute gar nicht mehr. Und die Kinder waren auch nicht schlechter entwickelt als die anderen auch. Ja, und das war verrückt. Oder Hans Schmerkotter, der hat geschrieben, ließen sich bei den meisten Testverfahren keine Unterschiede nachweisen. Oder diese Truppe, die den größten Bericht gemacht hat, abgesehen vielleicht von dem Befund beim Zahlenrechnen, die konnten eine Aufgabe mehr, keine praktisch ins Gewicht fallenden Unterschiede der kognitiven Fortschritte zwischen Kindergarten- und Vorklassenkindern sein. Nachdem diese Ergebnisse davor lagen, haben die das gelassen. Ich selbst habe übrigens sozial-emotionale Variablen da untersucht und konnte zeigen, dass die Kinder im Kindergarten erstaunlicherweise besser an die Schule angepasst waren als diejenigen, die schon im 0. Schuljahr waren. Die haben nämlich diesen Frust, den Schule so mit sich bringt, die haben gleich im 0. Schuljahr gleich mitgelernt. Schlicht und einfach. Ja? Und ich will Ihnen das mal zeigen. Wir hatten damals natürlich keinen Computer, um solche Grafiken zu machen, aber Entdeckungsfreude, ne? Das Dunkle sind immer Kindergartenkinder, besser als bei den Vorklassenkindern, Neugier, ja, oder Fragefreudigkeit oder Entdeckungsfreude, ja, war eindeutig bei den Kindern aus dem Kindergarten, wo die freier gespielt haben, mehr Freispiel hatten und weniger strukturierte Lernprogramme, einfach besser. Und vor allen Dingen die Selbstständigkeit, ja, die wurde nachher auch von Lehrern so beurteilt, die wussten gar nicht, ob die in einer Vorklasse waren oder in einem Kindergarten. Also es war ein Sieg auf der ganzen Linie für eine traditionelle, an diesem Konzept der erweiterten Kinderstube orientierten Arbeiten mit Kindern. Situationsorientiert, großer Anteil von Freispiel, kaum Programme, schien also damals auf jeden Fall günstiger zu sein. Und deswegen gab es damals solche Schlagzeilen. Curriculum macht Kinder dumm, ja. Weder Lesen noch Schreiben, Vorschulerziehung, kaum Einfluss auf die Kinder. Wir sind gegen die Einschulung der 5-Jährigen. Und deswegen müssen Sie verstehen, dass das damals dann gescheitert war. Und auch konnte man diese Bildungsunterschiede oder die Unterschiede im Elternhaus konnte man überhaupt nicht ausgleichen. Von einer echten Kompensation der sozial bedingten kognitiven Defizite durch den Besuch einer Bildungsinstitution im letzten Vorschuljahr konnte überhaupt nicht gesprochen werden. 4 unabhängige Forschungsteams haben nicht zusammengearbeitet. Politische Sortierung spielt aber auch keine Rolle bei, weil das alle Menschen wollten, ne? Wir wollen natürlich unsere Kinder besonders schlau machen. Tja,
Früheinschulung war dann kein Thema mehr. Dann wird das verdrängt und dann habe ich mich natürlich genervt gefühlt. In 90er Jahren kommen dann auf einmal wieder so ein paar Kollegen an. Hoho, ich weiß genau, wir müssen noch mehr Bildung machen und dies und das. Programme, die tun ja nichts, die spielen ja nur. Man kann sich vorstellen, dass unser einer dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, irritiert ist oder will nicht gerade sagen sauer. Na, aber das neu anfängt und sagt, ja, die müssen früh eingeschult werden, und so weiter. Es ist längst abgewirtschaftet gewesen und die Leute denken aber immer, ach, Forschung, ne, jedes Jahr neu, das ist so wie die Haute Couture, ne, in Paris oder Prêt-à-porter oder wie auch immer, ne. Jedes Jahr haben wir eine neue pädagogische Mode. Nein, Menschen ändern sich gar nicht und das wird ja auch in 20 Jahren, wenn sie nochmal machen, kein anderes Ergebnis geben. Und deswegen war ich auch ein bisschen froh, dass Herr Puhani an der Universität Hannover, ein Bildungsökonom und seine Mitarbeiterin Frau Weber, die haben dann an den IGLO-Daten, das ist so eine Vergleichsuntersuchung über die Intelligenz und Schulleistung der Grundschulkinder, da haben die früh eingeschulten, wobei die früh mit 6 Jahren schon definierten, mit den 7 Jahren eingeschulten Kindern verglichen und haben zeigen können, dass die spät eingeschulten Kinder im 4. Schuljahr deutlich besser sind und auch häufiger eine Gymnasialempfehlung haben. Also, die haben sogar noch gefunden, am besten ist, du gehst in die Schule mit 7 Jahren. Na, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass um die Hälfte der Kollegen und Kolleginnen natürlich ohnmächtig vom Stuhl gefallen ist und dann unterdrücken die solche Untersuchungen, obwohl hier mit ungefähr 200.000 Datensätzen gemacht worden sind, also nicht irgendwelche kurzen kleinen Untersuchungen. Dann muss ich den Leuten auch immer sagen, hör mal, guck doch mal bei Eurostat nach, welche Länder in der Europa ihre Kinder noch mit 5 Jahren einschulen. Und die habe ich dann rot gemacht. Das sind A, solche Dracula-Staaten wie Litauen, ja, Luxemburg, Ungarn, Malta. Und die einzig großen sind Netherlands und United Kingdom. Aber im United Kingdom gab es schon zu der Zeit, also 2005 oder so, einen Riesenbericht in Cambridge Primary Review, in dem sich also ein ganzer Haufen von englischen Kollegen und Kolleginnen zusammengetan haben und 4000 Studien gesucht haben, die zeigen, dass die Früheinschulung für die Kinder schlecht ist. Und in Holland, in der Basisonderwijs, da können Sie auch schon mal beobachten, da gibt es Sandkasten und Dreiradfahren. Da hat man den Kindergarten einfach auf das Gelände der Grundschule getan. Ja Gott, das heißt ja noch lange nicht, dass die anfangen, die Kleinen schon wie in der Schule zu unterrichten. Und die anderen Länder, vor allen Dingen zum Beispiel auch die Skandinavier, die PISA-Sieger Finnland, schult mit 7 Jahren ein. Sollen wir das nochmal wiederholen, damit Sie es auch nicht vergessen, im Chor sprechen. Mit 7 Jahren einschulen, ja, tun die Finnen. Das sind eben so Sachen, die Leute überhaupt nicht richtig mitkriegen wollen, weil dieser andere Gedankengang, der ist ja so eingängig. Ne? Früh in eine Schule rein, dann klappt das auch und dann macht jeder Abitur. Nein, ist nicht so. Definitiv nicht. Ich habe da noch eins draufzusetzen. Das ist das Ergebnis einer ganz berühmten Studie. Und zwar der sogenannten Thermann-Studie. Die fing irgendwann in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts an. Da hat man mal hochbegabte Kinder im großen Haufen, hat man ein Leben lang verfolgt. Und sind jetzt mittlerweile alle gestorben. Das müssen einfach 90 sein. Sonst. Und dann hat man dann Zusammenhänge zwischen Früheinschulung und Späteinschulung und Lebensdauer festgestellt. Und die zu frühe Einschulung verkürzt das Leben. Überraschenderweise ließ das Schuleintrittsalter zugleich eine Prognose für die Länge ihres Lebens zu. Die Kinder, die mit 5 Jahren in die erste Klasse kamen, hatten ein höheres Risiko, früh zu sterben, während diejenigen, die im Regelalter von 6 Jahren mit der Schule begannen, länger lebten. Man hat gefunden bei diesen Anpassungsschwierigkeiten und Alkoholmissbrauch und so weiter. Also es ist ganz furchtbar, was man da für Langzeitauswirkungen gefunden hat. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das denn eigentlich zustande? Aber können Sie sich dann vorstellen, dass da, wo die Eltern so besonders ehrgeizig sind, ja, das Kind muss Abitur machen. Vor allen Dingen im pädagogischen Beruf. Stellt mal vor, ihr beratet Eltern später, wie die ihre Kinder erziehen und du kriegst selbst Kinder, die in der Schule versagen. Was machst du dann? Wie fühlst du dich dann? Ja?
Das ist eine ganz große Gefahr, auch für Kinder von Psychologieprofessoren oder Pädagogikassistentinnen oder so. Ja, eine ganz große Gefahr, dass man dann, weil man denkt, man kann es ja, ne, man weiß ja so viel über Erziehung, dass du dann selber einen produzierst, der eben kein Strahlemann ist oder Strahletöchterchen. Und der seine Schwierigkeiten, seine großen Schwierigkeiten hat, sich in dem Milieu zu bewegen, das sie für ihn vorgesehen haben. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, hör mal, wenn ihr Kinder kriegt, ja, dann werdet ihr nach dem Zeugungsakt sagen, ach, wie schön, wenn wir jetzt einen Hauptschulabsolventen kriegen. Wenn ihr so weit seid, ja, dann liebt ihr tatsächlich Kinder und seid keine Spießer mehr. Aber diese Verspießerung, diese Bildungsspießerei, ist genau das Problem, dass ihr denkt, dass der Mensch erst mit dem Hochschulstudium oder mit dem Abitur anfängt. Und das wird ja mittlerweile sogar auch von der SPD, von Niederrümelin, als Akademisierungswahn kritisiert. Deswegen Bescheidenheit, Leute. Ein Professor ist Professor, weil er nichts anderes kann. Ich bewundere Dachdecker, Maurer und so weiter, weil die Sachen können, die ich fantastisch finde. Tischler und so weiter und so fort. Und diese merkwürdige, spießbürgerliche Umwertung, ja, dass man nur die Studierten irgendwie in irgendeiner Form hochschätzt, die ist nicht gut. Ja, und weil man dann solche Eltern hat oder in einem Umfeld lebt, das so auf diese schulische Karriere fixiert ist, muss man sich vorstellen, dass diese negativen Folgen einer zu frühen Einschulung da auch eine große Rolle gespielt haben. Ja, und Früheinschulung ist also nichts Gutes. Und trotzdem, ich will das nicht hier alles im Detail erklären, ich habe hier in den letzten Jahren ein paar Untersuchungen gemacht und habe gefragt, für wie wichtig halten Sie die Angebote in der Kindertagesstätte. Ne? Und Eltern, Erzieherinnen und Leiterinnen meinen, die Vorbereitung auf die Schule sei das Wichtigste. Ich bin dagegen, auch wenn das alle so sehen. Und Sie wissen jetzt auch, warum ich dagegen bin und will das mit den nächsten Punkten dann noch ein bisschen vertiefen. Das hat natürlich auch nicht funktioniert. Ja, das ist ganz menschlich. Man will denen helfen, die durch ihren Bildungshintergrund behindert werden, missbraucht werden oder wie auch immer. Aber auch da hat man nicht viel erreicht. Denn diese Quellen der Ungleichheit sind sehr unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es unterschiedliche Anlagen. Manches hat man nicht. Ich könnte kein Gewichtheber werden. Ich habe die Anlagen nicht dazu. Ich tue mich schwer habe mich schwer getan beim Musikinstrumente lernen. Ich habe mich sportlich sehr betätigt, aber ich bin über 12,8 auf 100 Meter nie hinausgekommen. Mein Maximalsprung war 5,25 Meter. Ich wäre nie über 6 Meter gekommen, was ein Großteil meiner Klassenkameraden geschafft hat. Ich habe wie ein Idiot Kugelstoßen trainiert als Jugendlicher. 10 Meter oder was mit der Männerkugel, 7,5 Kilo oder so. Da war bei mir Sense. Das war nichts Besonderes. Ja? Ich meine, es gibt auch natürlich Kollegen, die nehmen die Kugel und schmeißen die so auf den Boden und so. Also da bin ich dann schon besser gewesen. Aber das sind eben solche unterschiedlichen Anlagen und das müssen wir einfach akzeptieren. Wir können nicht alle gleich sein. Aber was wir ändern können, ist, sagen wir, eine systematische Ungerechtigkeit durch die Behandlung, durch die Umwelt, durch Schule und so weiter. Das ist uns allen klar. Aber Menschen werden auch aufgrund eigener Entscheidungen unterschiedlich. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, dass die Menschen, diese jungen Menschen, die ihnen anvertraut werden, dass die sich manchmal einfach wieder die Vernunft entscheiden. Vielleicht haben sie sowas schon erlebt. Ja? Wenn man vor dem Einstieg in die Drogenkarriere warnt und die lassen sich in keiner Weise davon abbringen, dann werden die das schlicht und einfach auslöffeln müssen. Aus und vorbei. Wer nicht sich an bekannte Regeln hält und Verbrecher wird, ja, der muss mit den Folgen eben auch rechnen. Na, das ist eben so. Und Sie werden überrascht sein, wie viele sich gegen auch in einem anständigen Erziehungsmilieu, gegen solche vernünftigen Ziele entscheiden. Und es gibt schließlich auch noch einen Zufall. Manche kriegen einen Partner oder eine Partnerin, manche nicht. Nicht, weil sie schlecht aussehen oder blöd sind. Da ist auch eine Menge von Zufall drunter.
Manche machen Unfälle und werden dadurch behindert, da gibt es Folgeprobleme und so weiter und so fort. Das Leben ist zum Teil auch zufällig. Und je älter ich werde, umso deutlicher sehe ich das. Es ist so verrückt, ich könnte Ihnen Karrieren erzählen, die gibt es gar nicht. Außerdem muss man auch sehen, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und dass es natürlich immer eine Bestenauslese gibt. Tja, das haben Sie ja gestern beim Fußball auch gesehen. Nicht? Beinahe hätten wir verloren. Und am Freitag haben wir noch nicht gewonnen. Ne? Und Sie wissen auch, das ist alles nicht prognostizierbar. Das weiß man manchmal gar nicht. Und so ist das auch mit dem individuellen Schicksal. Ne? Und es wird immer Gewinner und Verlierer geben. Wir können als Pilot in einem Jumbo-Jet können wir nicht jemanden nehmen, der blind ist oder was. Oder der nicht gucken kann oder der eine ganz lahme Reaktion hat. Das ist einfach nicht machbar. Ja? Und diese Dinge, die erzeugen einen gewissen Unterschied. Und wir müssen lernen, dass wir die Menschen, die nicht so gesegnet sind mit ihren Fähigkeiten, dass man die nicht irgendwie an die Seite stellt und mit ihnen dann die sozusagen diskriminiert. Ne? Und diese kompensatorische Erziehung, die hat also nichts gebracht. Ja? Man hat dann nachher gesehen, meine Güte, es gibt ja Menschen, die sind ganz anders. Und das müsste man heute auch sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meine Studenten haben mir zum Teil gesagt, ich bin nur hier an der Uni Bielefeld, weil meine Eltern das gewollt haben. Ich selbst wäre eigentlich auch mit einem ganz anderen Beruf zufrieden. Dieses dauernd Bücher lesen und darüber diskutieren und das auswendig lernen, ist eigentlich gar nicht mein Ding. Aber mit dem Blick darauf, dass man da vielleicht mehr Chancen hat im Beruf, ne, macht man das dann. Wir könnten auch mal sagen, es gibt Menschen, das ist nicht deren Ding, sich da mit Texten und mit Wissenschaft zu beschäftigen. Ist das schlimm? Ist er deswegen doof oder wie auch immer? Nein, das ist ein anderer Mensch. Ich kenne davon viele, ganz glückliche Menschen, die ein wunderbares Leben auch in meinem Alter hingelegt haben, die eben nicht studiert haben und auch gar nicht wollten. Ja, und empirisch hat man das im Head Start-Projekt ja versucht, nach dem Sputnik-Schock. Ne? Millionen hat man in die frühkindliche Intelligenzförderung gesteckt. Es haben mit bislang 1 Million Kinder daran teilgenommen. Es gab so viele Zuwendungsempfänger, die Gelder davon bekommen haben. Man hat alles Mögliche gemacht, Stärkung des Selbstbewusstseins und kognitive Förderung, Verhinderung von Schulversagen, Abbau von Vorurteilen, Einbeziehung von Eltern. Das ist alles schon Geschichte. Ne? Und es gibt seit 1998 so eine saubere empirische Untersuchung und die schreiben dann, ja, Small to moderate effects, also kleine bis mäßige Effekte, all diese Anstrengungen. Irgendwo funktioniert das nicht so richtig. Keiner auf Mathematik, keiner auf soziale Fähigkeiten. Es sind nur so die Vorläuferfähigkeiten für Wortschatz, Gesundheits- und Problemverhalten, die sind dadurch verbessert worden. Also wenn Sie so wollen, ist eine ganz gehörige Enttäuschung, wenn man sich die empirische Forschung zum Vorschulbereich anguckt. Und diese beiden Herren haben das mal zusammengefasst. Ich will Ihnen nur diese beiden Zahlen nennen. Prozent der Programmkinder, die in der Schule versagen, 31%. Prozent der Kontrollkinder, die in der Schule versagen, 53%. Also ist es ja schon günstig. Für wie viel unterschiedliche Prozent? Für 20% ungefähr. Ja, aber es ist keineswegs so, dass es bei denjenigen, die an so einem Programm teilnehmen, gar keine Versager gibt, sondern da gibt es ein Drittel Versager. Und bei jedem Programm, wenn man da genau hinguckt, ich bin ja Statistiker, dann sieht man, dass diese Programme manchmal im Durchschnitt durchaus segensreiche Effekte haben. Aber im Einzelfall, tja. Raucht jemand von Ihnen? Hand hoch. Ich habe früher geraucht, bis zu meinem 50. Lebensjahr. Wisst ihr, dass ihr ein Risiko habt mit Herz-Kreislauf- und Krebsgefahr? Ja, wisst ihr. Aber die anderen, wisst ihr auch, wie groß das ist? 1,3% von 100, die so qualmen wie ihr, kriegen diese beiden Krankheiten 1,3%. Wenn ihr nicht rauchen würdet, liegt euer Risiko, an diesen Krankheiten zu erkranken, bei 0,3% also, oder 0,13, also 10-mal darunter. Also noch niedriger. Aber du kannst trotzdem daran
auch sterben als Nichtraucher. Ich habe in meinem Leben genügend Nichtraucher als Freunde gehabt, die an Lungenkrebs gestorben sind. Zum Beispiel XY, Professor für Mathematik an einer Uni hier in Nordrhein-Westfalen. Nie geraucht. Nicht eine einzige. Das sind solche Sachen, die in der Öffentlichkeit nicht diskutiert werden. Das Leben bleibt risikoreich. Ja, und ich habe das mal hier umgesetzt. Ihr Kind wird ein Schulversager, wenn Sie es an einem Vorschulprogramm teilnehmen lassen und Sie bei einmal würfeln eine 1 oder eine 2 würfeln. Und wenn du, Ihr Kind wird ein Schulversager, wenn Sie es an keinem Programm teilnehmen lassen, Sie bei einmal würfeln eine 1, eine 2 oder eine 3 würfeln. Das ist genau der Unterschied in der individuellen Risikokalkulation, der mit diesen Programmen da verbunden war. Aber der Staat profitiert natürlich, wenn der nachweisen kann, dass tatsächlich 20% weniger Schulversager entstehen. Aber bezogen auf das Individuum ist das einfach zu wenig. Ne? Und hier sehen Sie dieses berühmte Perry Preschool-Projekt, dass eben die Delinquenz höher ist, wenn man keine Vorschulprogramme hat, dass man öfter in dieser Special Education oder Sonderpädagogik landet, dass man Schulversager wird, dass man öfter, wenn man einen Kindergarten besucht hat, ein College besucht, sich beschäftigen kann und sich selbst versorgen kann. Also es hat segensreiche Wirkungen für die Allgemeinheit, aber das individuelle Risiko ist nicht so groß, wie man eigentlich hoffen konnte. Und dieser Matthäus-Effekt, wenn die Kinder so unterschiedlich groß sind, jetzt werden alle gefördert, dann müsst ihr euch vorstellen, die stellen sich auf den Tisch und der Kleinste bleibt der Kleinste und der Größte bleibt auch noch der Größte. Das nennt man Matthäus-Effekt, weil wer hat, dem wird schon gegeben, ist so ein biblisches Wort, nicht? Und deswegen hat man das Matthäus-Effekt genannt. Also auch die kompensatorische Erziehung ist in engen Grenzen erfolgreich. Dass man eine individuelle Perspektive daraus machen kann, ist schwierig. Deswegen, wenn ich meinetwegen mit einem Vater oder Mutter darüber reden müsste, ja, müssen wir unser Kind in den Kindergarten schicken, dann würde ich also heute machen das fast 99%. Deswegen würde ich sagen, machen Sie es ruhig mal. Ja, aber wir wohnen hier in einer Gegend, wo die auch mit anderen Kindern spielen. Wir haben noch ein paar Tanten, Omas und was weiß ich. Es sind genügend Erwachsene. Ja, wenn Sie dafür sorgen können, dass die Kinder da genügend Anregung haben, vieles vom Leben kennenlernen, dann können Sie das mal tatsächlich überlegen. Ja, also ich bin noch nie so strikt, dass man sagt, du musst auf jeden Fall dein Kind in den Kindergarten schicken oder wie auch immer, sondern das müsste man im Individualfall noch mal ganz genau prüfen. Da unterscheide ich mich natürlich auch von anderen, denn die sagen dann, ja, nee, bloß, ist immer gut, ist immer gut. Nein, es ist nicht immer gut. Es gibt auch Verschlechterungseffekte, wenn die, deswegen Gruppen im Elementarbereich, etwa gemobbt werden in Gruppen. Ne? Da werden unglückliche Kinderkarrieren gemacht, ne? Und so weiter. Ja, und die guten Erfolge, haben wir die mit Programmen oder mit einem Alltagslernen gemacht? Tja, uralte Diskussion, Programme oder situationsorientiert, die Kinder im Alltag bilden, ja. Und Sie kennen vielleicht den offenen Kindergarten, der ist ja hier in Norddeutschland in Cuxhaven entstanden, da hat man die Gruppenräume aufgelöst, ne? Hier ist Bauen, da ist Rollenspiel, da ist Basteln, ne? Malen, Basteln, Kleben, hier ist Klettern, Laufen und so weiter. Es gibt keinen festen Plan mehr, die Kinder sind in einem großen Gebäude, Gruppen gibt es nicht mehr, jeder kann da hingehen, wo er will. Das sind die sogenannten offenen Kindergärten von Regel und Wieland, ja, die dann auch von vielen Leuten in die Kritik gekommen sind. Und da hat man gesagt, das ist auch mit Sicherheit schlecht. Und was die Leute alle gerne haben müssen, Arbeitsblätter im Kindergarten. Hier ist eine Figur vorgegeben und da muss man die so nachzeichnen. Und das soll den Kindern helfen. Ich habe dieses selber hier mit Kindern ausprobiert. Die meisten haben mich angeguckt. Was? Warum denn? Da haben wir gar kein Verständnis für, warum man das in irgendeiner Form machen kann. Ne? Oder hier, das ist aus dem Test geklaut und muss dann hier mit einem Bleistift, ohne an die Wände zu kommen. Ich bin natürlich hier tatterig, ne? Musste die Punkte verbinden. Und das wird natürlich schwierig, wenn das hier so ziemlich eng ist. Ne? Also das möchten einige. So soll man die Kinder bilden. Und da habe ich ernste Zweifel dran und die Forschung insgesamt auch.
Ne? Diese täglich gelenkte Zeit in der Vorklasse war bis zu 2 Stunden und bei den Kindergärten höchstens 20 Minuten. Und Sie erinnern sich, in dem Versuch war es ja so, dass die Kindergartenkinder besser abgeschnitten hatten. Diese Untersuchung von Hart und Risley aus dem Jahr 1995, die ist ganz bedeutsam dafür, wie man Kinder bildet. Die haben untersucht, dass ein Kind, deren Eltern Hartz IV beziehen, also eine Wohlfahrtsfamilie, pro Stunde etwa 616 Wörter hört. Ein Kind aus einer Facharbeiterfamilie hört in einer Stunde etwa 1251 Wörter. Und ein Kind aus einem bildungsnahen Elternhaus hört etwa 2153 Wörter. Unsere Vorfahren, Goethe und Schiller und so weiter, waren alle nicht im Kindergarten, haben eine riesen sprachliche Kompetenz entwickelt. Warum eigentlich? Tja, die haben offenbar ohne Programme ein ganz tolles sprachliches Vermögen entwickelt. Wie tut man das? Indem die Erwachsenen, die gut sprechen, mit dem Kind viel sprechen. Ganz genau. Was anderes ist da gar nicht hinter. Ja? Und hier haben sie das nochmal hochgerechnet, Words heard in 4 years, also in 4 Jahren, 13 Millionen, 26 Millionen, 45 Millionen. Das spiegelt sich wieder. Und dann, wenn man dann jetzt einen Ganztagskindergarten hat, wird das ja nur zum Teil aufgelöst und ihr habt dann immer 25 in einer Gruppe. Du kannst gar nicht mit jedem so viel reden, wie man eigentlich möchte. Du müsstest ihm eigentlich alles erklären, alles sprachlich irgendwie begleiten. Und den Wortschatz, den man dann da untersucht hat, Sie sehen, er ist mehr als doppelt so groß bei den Kindern aus bildungsnahen Elternhäusern. Und das ist das sogenannte Alltagslernen. Wir lernen im Alltag. Ich war in Hannover mal vor Jahren bei einem Kindergartentag und habe dann mal an einem Sprachförderprogramm für Kindertagesstätten teilgenommen, als Erwachsener. Wir wurden extra aufgefordert, wir sollten das mal genau kennenlernen. Wir bekamen eine Trommel. Wir saßen da, die Trommel musste man zwischen die Knie nehmen. Und dann haben wir zunächst einmal gelernt, 2 verschiedene Schläge auf dieser Trommel zu machen. Am Rande, bum bum, ein bisschen heller, und tief in der Mitte, bum bum. Das hat sie uns erklärt und dann hat sie mit uns eine Übung gemacht. Da musste dann einer sagen, der Rainer, also ich, möchte gerne mit der Marianne auf die Kirmes gehen. Bum, bum, bum. Und da musste die Marianne antworten, die dann da saß. Die Marianne möchte nicht mit dem Rainer auf die Kirmes gehen. Bum, 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 bum. Die Marianne möchte gerne mit dem Olaf, der saß auch da, auf die Kirmes gehen. Bum, bum, bum. Der Olaf sagte, ich möchte gern mit Marianne und Rainer auf die Kirmes gehen. Bum, bum, bum. Wir haben eine halbe Stunde bum, bum, bum gemacht und wenige Sätze geredet. Und dann war das schon eine halbe Stunde um. Und von sowas erwartet ihr, dass da Sprachförderung passiert? Das sind alles psychologische Übungen für schwer sprachgestörte Menschen, auch Kinder. Also insofern haben die schon ihren Recht. Aber ich würde ja sagen, wenn ich ein normales Kind habe, dann würde ich mit dem dauernd reden im Handlungsvollzug. Hör mal, ne? Kennst du diese Buchstaben hier? Hier steht ja. Das ist ein J, du heißt ja Jürgen, und das ist ein A. Und das ist so ein Satzzeichen, da sagt man irgendwie ja. Ne? Das muss man ja sagen. Hallo, da macht man so ein Zeichen hinter. Natürliches Mineralwasser, ne? Was da alles drin ist. Komm mal, wir kippen uns jetzt mal hier was ein. Ich halte das mal hier so fest. Wunderschön, das gluckert so ein bisschen, ja, gluckern, schönes neues Wort, nicht wahr? Der Rainer muss mit der Marianne auf die Kirmes gehen. Pff, 4 Worte oder so, ne? Ah, siehst du hier die Perlen drin, wie die da perlen und so weiter. Ich probiere mal köstlich. Ah, herrlich, möchtest du auch mal probieren und so weiter. Ihr merkt, wenn du nur 3 Minuten 10 Minuten mit den Kindern so sprichst, so intensiv, in Handlung eingebettet, transportierst du ja viel mehr an Sprache. Und deswegen wundern sich die Leute, dass eben die Unterschiede zwischen den verschiedenen Elternhäusern immer noch bleiben. Da brauchst du dich doch gar nicht zu wundern. Die kommen nach Hause und dann fängt der Kleine an und will irgendwas wissen. Halt die Klappe, du sollst nicht so viel reden. Beim Essen, halt den Mund.
Die reden doch gar nicht mit denen. Und es gibt eine Reihe von Menschen im Elementarbereich, die finden dieses viele Reden bei allem und jedem, finden die also ganz schrecklich. Das ist uncool, du musst die Klappe halten. Aber wenn du nicht mit den Kindern sprichst, können die auch das Sprechen nicht lernen. Das ist eine ganz einfache Regel. Aber es ist merkwürdig, wie sich das dann zum Beispiel auch so auf den Fachschulen hin und wieder festsetzt, dass die Leute tatsächlich denken, du musst cool bleiben, möglichst wenig reden, die müssen alles alleine machen. Oder die Kinder lernen sprechen dadurch, dass sie mit den anderen Kindern sprechen. Ja, die sprechen ja auch schlecht. Das hat doch gar keinen Zweck. Du brauchst ein erwachsenes Sprachbild. Und früher hieß das dann, die Erzieherin ist doch keine Lautsprecherin. Die hat nämlich früher, wussten die das, dass man in einer Gruppe anders arbeiten muss. Die haben dann da ziemlich laut gesprochen und alles mit Reden begleitet, damit die möglichst viele Vokabeln auch kennenlernen. Verstehen Sie das jetzt, warum das eben wichtig ist, sprachliche Interaktion in unstrukturierten Alltagssituationen, korrekte Verbalisierung vormachen, Verbalisierung auch einfordern, weil manche nicht wollen. Ne, die machen dann so Zeichen, oder wie auch immer, ja, was meinst du? Ne? Reaktionsverzögern, so lange warten, bis die verbalisieren und anlassbezogenes Reden, viel Sprechen im Beisein des Kindes, im Beisein von tatsächlichen Erlebnissen. Und das ist auch untersucht worden hier von dem Pettersen oder zusammengestellt, lauter Studien, dass dieses natürliche Lernen, so würde man das nennen, oder Naturalistic Learning oder alltagsorientiertes Lernen, offenbar bessere Effekte hat als dieses isolierte, der Rainer möchte mit der Marianne auf die Kirmes gehen. Ja? Mit irgendwelchen 5 neuen Vokabeln, die dann auch dauernd noch wiederholt werden. Das kann man alles machen, da wo Sprachstörungen tatsächlich vorliegen, aber das muss eingebettet sein in eine sprachliche Umwelt. Und ich will Ihnen auch aus meiner eigenen Erfahrung, hier sehen Sie mich mit 62, also noch als junger Mann, ich habe hier die Eltern beide immer fragen müssen, ob ich ein Foto zeigen darf. Deswegen, ich habe auch danach noch Praxis gehabt. Ich habe hier mal mit Kindern versucht, etwas zu machen, was immer ein Teil eines Programmes ist. Da hat man so eine kleine Teelicht und das stellt man unter so ein Glas und dann geht die Flamme aus. Ne? Und Sie sehen hier die beiden, die haben sich schon zur Sicherheit ein Bilderbuch mitgebracht, weil die nämlich dachten, das ist bestimmt langweilig. Ne? Normalerweise denkt man, wenn man hier das Glas drauf stellt und die Flamme geht aus, dass die Kinder sagen, oh nein, wie toll, ne? Hätte ich ja nicht gedacht. Aber die haben vorher nichts gedacht, das ist denen wurscht. Das ist genauso, als wenn man da auf den Schalter drückt und das Licht geht an oder wenn sie den Fernsehapparat anmachen oder wenn du mit dem Kind irgendwie ins Auto steigst und das fährt los. Die nehmen das alle als vollkommen normal an. Die sind da nicht begeistert. Das denken sich Leute aus, die die kleinen Kinder nicht kennen. Wundern kann sich darüber ja nur jemand, der schon vorher eine Theorie hat, so nach dem Motto, ne, das muss jetzt weiter brennen und da bin ich fest von überzeugt. Der würde sich vielleicht wundern, wenn das da ausgeht. Wir haben dann einen, wie soll ich sagen, einen Kamin gebastelt. Ne? Sie sehen, dass die beiden schon das Interesse verloren haben an dem Spiel. Das sind 3-Jährige, die sind 4-Jährige. Die interessieren sich mehr für mich, der ist 6, der interessiert sich für das Experiment. Ja, und jetzt haben wir diesen Kamin, die Flamme ist da drin. Sie sehen, dass die 3 Damen mich nur angucken, weil ich großräumige Gäste mache. Guck mal, jetzt brennt die Flamme. Ne? Die haben sich dann auch nachher mit mir unterhalten, so am Tag drauf und wollten auch mal was vormachen. Ne? Und fingen dann auch gleich an, schön, es brennt oder wie auch immer. Alles einfach nachgemacht. Die haben da bloß so einen Nachahmungseffekt gehabt. Die haben sich gar nicht um diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse dabei gekümmert. Der ja, der guckt dann auch dahin. Ne? Und die beiden, die sagen dann, lass doch mal endlich die Flamme in Ruhe. Ja, anders bei demselben Aufenthalt in dem Kindergarten. Ne? Rainer, komm mal, wir haben einen Regenwurmzoo gebaut. Wunderschön. Ich komme zu 3 Damen hin. Die haben dann auf dem Außengelände, haben die vielleicht so ein handtuchgroßes Stück Erde da umgewühlt. Die haben so ein bisschen rumgemacht. Ein paar Steine drum gelegt und sagt, da ist ein Regenwurmzoo. Ich sage, zeig mir doch mal deinen Regenwurm. Ne? Dann stochen sie da rum und finden den nicht. Tja, sage ich, wo kann der denn geblieben sein? Und dann so eine kleine, der ist geflohen, der ist da hinten hingeflohen und so weiter. Und jetzt kannst du natürlich, Bildung ist ja wichtig, mal ruhig eingreifen. Ich sage, wie macht denn so ein Regenwurm?
ne, wir machen jetzt mal einen Regenwurm mit dem Finger. So macht der, ne? Und dann sagt schon einer von den anderen Kindern, der kann doch nicht bis da hinten hingegangen sein. Ne? Das geht doch gar nicht, der ist doch viel zu langsam. Gut, ich kenne da auch Untersuchungen von Piaget, dass die Geschwindigkeitsschätzung bei den Kindern in dem Alter natürlich 60 Minuten schon vorbei. Mensch, ich komme ja gar nicht durch. Da muss ich gleich aufhören. Ne? Das bei den Kindern ein ganz wichtiger Punkt ist. Ja, und dann haben sie selbst die Überlegung gehabt, ja, geht vielleicht nach unten in der Erde. Dann haben sie da gebuddelt. Haben sie auch nicht gefunden. Dann haben sie beschlossen, da unten eine Pappe reinzulegen, da drauf dann Erde und sich einen neuen zu fangen, damit er nicht wieder nach unten abhauen kann. Sind das nicht wunderbare gedankliche Prozesse? Und da kommst du mit so einem blöden Programm an, ne? Vielleicht noch mit elektronisch, wo du irgendwo dranhalten müssen. Das ist die richtige Antwort und so weiter. Das sind Bildungsprozesse. Und da hast du eine gewisse Rolle, indem du da solche Impulse dann auch setzen kannst, ne? Gut, dann mache ich die anderen zwei Punkte noch ein wenig knapper, weil die ja auch mehr mit Ihnen dann zu tun haben oder Ihren späteren Untergebenen. Neue Untersuchung 2013. Stundenplan, Montag bis Sonntag. 628 Eltern hier in Niedersachsen, Kreis Emsland, größter Kreis in Deutschland. Die Eltern mussten schraffieren, wo sie Betreuungsbedarf haben. Da, wo es rot ist, liegt das alles so ungefähr über 80 oder über 70%. Das heißt, von 8 bis 13 Uhr, von 13 bis 14 nur 35%. Da, wo es gelb ist, wird weniger, aber guck mal hier, bis 21 Uhr. In dieser Zeit kannst du dein Kind nicht in einen Kindergarten schicken, auch hier in Niedersachsen nicht. Vielleicht gibt es Einzelne, ne, die das machen. Und ich habe daraus, ich habe das auch wiederholt hier in Nordrhein-Westfalen und da ist es ähnlich in einem Kreis Paderborn. Und ich habe das hier mal zusammengestellt, ne? In Niedersachsen mit 23 Stunden werden im Kreis Emsland 52,2% der Eltern zufriedengestellt und mit 35 Stunden etwa 78. Und in NRW mit 34 Stunden 50,9%. Und mit 44, 73. Das heißt, es bleiben nur 30% über, die mit dem öffentlichen Ganztagsangebot nicht zurechtkommen. Es reicht nicht. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich denke, Sie müssen diesen Bereich, den Sie jetzt im Studium ausgewählt haben, auch später tatkräftig erweitern. Wir brauchen, das wäre meine Schlussfolgerung, ein drittes Betreuungssystem. Der Ganztagskindergarten, die Ganztagsschule reicht nicht. Und in anderen Ländern, denen schon länger solche Sachen üblich sind, die haben After-School-Programs oder ne, After-Primary-School-Programs oder After-Kindergarten-Projects und so weiter. Das ein kleiner Hinweis darauf. Nächster Punkt. Wie kann man euch oder die Erzieherinnen besser machen? Es ist immer erstaunlich, wie viele Menschen da gute Ideen entwerfen, die von der Arbeit, der praktischen Arbeit, eigentlich gar keine Ahnung haben. Es gab immer schon so eine Art Qualitätsmanagement. Das ist nicht neu. Das Qualitätsmanagement heute ist ein purer Abklatsch der lernzielorientierten Arbeit oder der sogenannten rollenden Reform. Das heißt, es sollte immer wieder nachgeguckt werden, ob du auch ordentlich arbeitest. Man definiert Ziele und guckt dann nach, ob man das auch so tut. Und das ist ein ziemlicher Stress für die Kollegen jetzt in den Kitas, die manchmal solche Ordner haben. Da steht dann drin, was man alles tun muss, auch von der Bosch-Stiftung. Ne? Gibt es da solche dicken Ordner? Die ersten waren die AWO-Kindergärten in Deutschland, die solche dicken. Und dann kommen da Leute, die selber das nicht können, ja, vielleicht ihr auch, und ihr müsst die dann beurteilen, ob die diese Kriterien erreichen. Das ist ungefähr so, als wenn ihr dann nach dem Algerien-Spiel sagt, habt ihr gewonnen? Ja, ihr habt gewonnen, ne, ihr hättet mehr Tore treten können und ihr macht euch damit richtig sau unbeliebt bei den Praktikern. Und ich verstehe das auch sehr gut. Ich habe das untersucht, ich bin ein Gegner des Qualitätsmanagements auch, sondern ich bin mehr dafür, dass man Leute hat, die es auch selber vormachen können und die dann die Praxis beraten. Und das würde für Sie bedeuten, achten Sie darauf, dass Sie möglichst frühzeitig auch in die Praxis kommen,
damit sie da anerkannt werden. Wenn sie keine praktischen Erfahrungen haben, meinetwegen Kinderfreizeiten oder ein Praktikum nebenher in einer Kita oder sonst was, werden sie einen schweren Stand haben. Auch wenn sie einen Master haben oder promoviert sind und so weiter, die nehmen nur Leute, die das auch vormachen können. Es hat keinen Zweck. Man kann nicht nur durch Lesen und Artikel diskutieren, kann man sich qualifizieren. Ne? Und in Nordrhein-Westfalen gab es schon 1974 sogenannte Moderatoren. Ne? Und hier sehen Sie, dass nur 32 oder 29, bei den Leiterinnen mehr, aber bei den Erzieherinnen nur 29% gesagt haben, die helfen mir tatsächlich. Ne? Die anderen waren ein bisschen höflicher zum Teil. Und das lag einfach daran, das waren Akademiker, die von der Arbeit keine Ahnung hatten. Und das ist einfach nicht machbar. Stell dir mal vor, ein Arzt oder eine Ärztin, die würde, oder ein Professor für, oder Professorin für Chirurgie, die würde mit den Studenten die Blinddarmentzündung, Blinddarmoperationen durchmachen und wäre nicht in der Lage, das vor den Augen der Studenten zu machen. Ne? Du kannst nicht Arzt sein ohne Operationspraxis. Das geht doch gar nicht. Oder nicht Jurist ohne juristische Praxis. Und du kannst nicht Pädagoge sein und was steuern und Fortbildung machen, ohne dass du wirklich weißt, um welche Alltagsprobleme es sich da handelt. Das ist eine bittere Erfahrung. Und 2013 habe ich so eine Untersuchung da in Schleswig-Holstein gemacht. Geben Sie nun bitte an, wo Sie das meiste und beste für Ihre praktische Arbeit gelernt haben. Das ist eine Totalerhebung in ganz Schleswig-Holstein. An allererster Stelle steht aus eigener Erfahrung in der Praxis. Dann in allgemeinen Fortbildung, ne, mit der Note 2, von Kolleginnen und Kollegen im Rahmen einrichtungsinterner Fortbildung durch Fachberatung aus Büchern und Zeitschriften eher schon schlecht in der Ausbildung oder im Studium. Ne, das ist für uns alle, die wir auch so Fortbildung machen oder an der Uni sind oder an der Hochschule, eine Klatsche im Grunde genommen. Ja? Es ist einfach... Da fehlt irgendwie Praxis. Und Sie können sich ja vorstellen, nach allem, was ich hier heute erzählt habe, dass ich Ihnen das nur ganz herzlich und dringend ans Herz lege. Machen Sie das. Besorgen sich diese Praxis. Nur mit Büchern und Diskussion von Artikeln kommt man da nicht weiter. Man muss auch was können. Ne? Ja, und was Sie wollen, was Sie dann haben wollen, sind kleinere Gruppen, mehr Personal, mehr Zeit, um sich den Kindern zu widmen. Und irgendwie mehr akademisch ausgebildete Fachkräfte ist eher so an vorletzter Stelle. Ne? Und deswegen muss man sich diesen Respekt vor denjenigen, die da arbeiten, den muss man sich durch praktische Erfahrung auch verdienen. Das ist ein Ratschlag, den ich Ihnen in meinem Lebensalter gebe. Ne? Übrigens, die Erzieherinnen werden gequält, ne? Nur 45% der Arbeitszeit oder 50% der Arbeitszeit können die tatsächlich den Kindern widmen. Der Rest geht für irgendwelche anderen Sachen auch. Für Elternarbeit, für Organisation und Verwaltung, für Team und Leitung und für den Träger. Und das ist auch natürlich nicht gut, weil die müssten möglichst viel Zeit mit den Kindern verbringen können. Und deswegen mein Vorschlag, den ich überall äußere, alle anderen Länder haben um die Kindergärten herum oder um die Schulen herum eine Menge von Zusatzpersonal. Das hat Deutschland nicht, das hat Österreich auch nicht, weil wir ein gegliedertes Schulsystem haben. Und wenn dann einer hier irgendwo nicht klappt, dann hat man den auf die nächstniedrige Schulstufe geschoben. Ein Einheitsschulsystem, ein Einheitskindergarten, ein Einheitsgrundschule erfordert eine Menge an administrativen und pädagogischen Zusatzpersonal. Nur ein Beispiel. Uns wird ja immer vorgehalten, die Italiener könnten das mit der Inklusion besser als wir. Tja, auf 400 italienische Schüler kommt ein Schulpsychologe. In Niedersachsen auf 16.000 Schüler ein Schulpsychologe. Das sagt alles. Und deswegen klappt das auch mit all diesen schönen heterogenen Lerngruppen, weil die einfach mehr Zusatzpersonal haben. Und in einem Kindergarten, und Sie haben ja gesehen, dass ich da regelmäßig auch hospitiere oder Gruppen leite von kleinen Kindern, muss die Verwaltungsarbeit
ausgelagert werden. Das ist einfach lächerlich. In anderen Ländern geht eine Erzieherin oder ein Lehrer, der hat überhaupt nichts mit Verwaltung zu tun. Der kommt da hin, die Kinder sind sauber gewaschen, alle Formalitäten sind erledigt, der braucht auch nicht mehr basteln und so weiter. Der ist nur für die pädagogische Arbeit zuständig. Und bei dieser pädagogischen Arbeit gibt es so große Unterschiede. Behinderte Kinder, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, da muss sich einer alleine drum kümmern. Und das ist etwas, was die deutsche Öffentlichkeit nicht lernen will. Wir sind ja im internationalen Vergleich ohnehin, geben wir nicht viel Geld für Bildung aus. Und das muss aber dahin, ja, wo die richtige Arbeit anfällt. Und das ist ein Punkt, den Sie vielleicht mal überdenken müssen. Die Erzieherinnen sind mit den Arbeitszeiten, mit Fortbildung, mit der pädagogischen Arbeit, mit der Abwechslung zufrieden. Auch, dass sie die Arbeit selbst gestalten können, die Zusammenarbeit mit den Eltern. Aber mit den Reformen der letzten Jahre überhaupt nicht. Und deswegen, wer Reformen anstößt, sollte im Alltag zeigen können, dass es funktioniert und besser ist. Wer es nicht vormachen kann, sollte nicht über Reformen reden, die rein theoretisch herbeigeredet wurden. Das Plus derjenigen, die mit den Kindern arbeiten, ist die Eltern, das sind jetzt Antworten von Eltern, die Freundlichkeit der Erzieherin, das Verhältnis zu den Erziehern, die Ansprechbarkeit der Leitung, wie man sich um ein Kind kümmert. Das sind Punkte, die die Eltern überall, wo ich solche Untersuchungen in den letzten Jahren gemacht habe, als positiv empfinden. Das ist schön. Und das kann ich auch bestätigen. Die haben alle so einen netten Umgangston, anders als etwa Lehrer, ne, die öfter mal über das Verhältnis zu den Eltern klagen. Die Durchpsychologisierung der Erzieherinnenausbildung oder Diplompädagogenausbildung, so wie ich sie in Nordrhein-Westfalen jedenfalls erlebt habe, hat auch dazu geführt, dass das Verhältnis zu den Kindern, zu den Eltern und Kindern also recht positiv ist. Und die Familienfreundlichkeit des jeweiligen Kreises und der Stadt, die wird eben gering geachtet. Und da soll man den Ratsherren oder den Landtagsabgeordneten einfach auch nur mal sagen, geh doch mal eine Woche in den Kindergarten, ja? Damit du mal siehst, was man da tatsächlich machen kann. Um dieses kleine Experiment da mit der Flamme zu machen, habe ich 3 Tage gewartet, bis die richtige Situation dazu stande kam. Weil nämlich ein Teil der Kinder, ja, die kloppen sich dann musst du da wieder eingreifen. Die hatten ein anderes schönes Spiel und ließen sich da nicht von abbringen, ja, und so weiter. Ich war ja ohnehin nicht der Meinung, dass man so mit den Kindern arbeiten muss. Und habe das dann versucht und habe dann gemerkt, meine Güte, das ist ja richtig schwierig. Du hast ja noch 25 andere, außer denen, mit denen du das da machen willst. Ne? Und selbst wenn du da am Tisch sitzt und mit denen irgendwelche pädagogischen Arbeiten machst, zähl mal zusammen, wie oft du da gestört wirst. Kommt einer ran, ne, will auch mitmachen, wischt über den Tisch oder so. Ja, und das sind eben die Dinge, die wir nur durch die Praxis dann auch lernen. So, ich bin jetzt auch fast fertig. Wie viele Minuten habe ich noch? Haben wir schon 70 um oder was? Ja, okay. Ja, dann nur diese letzte Formel. Es gibt so Mythen über die Kinder. Einzelkinder seien sozial unverträglich. Quatsch. Stimmt nicht. Überhaupt nicht. Die sind eher interessiert am Kontakt mit anderen, weil die zu Hause keine Geschwister haben. Schlimm ist eine Familie mit 6 Kindern oder mit 5, und ich bin der Älteste von 5. Wir hatten so viel Theater zu Hause, wir brauchten keine Freunde mehr. Ne? Mythos Verplanung, vergesst es, das war früher auch so, ist untersucht worden vom Deutschen Jugendinstitut. Dass das Fernsehen die Kinder kaputt macht, vergesst es. Ja? Es ist eine Übertreibung. Die gewöhnen sich daran, Kleinkinder bis 6 Jahre ziehen ihre Väter und Mütter vom Fernsehen weg, damit die mit denen was machen. Wenn du ein Vorschulkind hast und du machst im Garten oder auf der Straße ein Kartoffelfeuer und röstest da Kartoffeln, dann gucken die nicht mehr Fernsehen. Das ist ein Problem damit, weil die eben keiner kümmert sich um die Kinder, ne? Dann sagt die Mutter oder der Vater, ich habe ihm schon gesagt, er soll nicht so viel Fernsehen gucken. Ich sage, was haben sie alternativ gemacht? Ja, nix. Der kann ja Bücher lesen oder so. Ah, nee, Mensch, also da muss man wirklich mit dem Herzen etwas näher an den Kindern sein. Das geht nicht anders. Ne? Und das ist ein Mythos. Oder dass die Multikulturalität ein Riesenproblem sei. Vergesst war das. Also wir haben Verbrecher aus jeder Ecke, das wissen wir. Ne? Aber dass man sich da nicht dran gewöhnen könnte, das ist längst so weit, dass eben solche herzlichen Freundschaft gerade bei den kleinen Kindern eine ganz große Rolle spielen und überhaupt nicht problematisch sind.
Und Familienzerfall. Ja, meistens lassen sich Eltern oder lassen sich Paare scheiden, die keine Kinder haben. Die Scheidungsrate ist da doppelt so hoch. Wenn die Kinder haben, bleiben die auch eher etwas zusammen. Außerdem, wenn sie sich scheiden, die möchten wieder eine neue Familie gründen. Die Familie als Beziehungsform ist nicht kaputt. Das ist eine Übertreibung. Und das hat sich tatsächlich geändert. Der Nachwuchs ist im Durchschnitt intelligenter geworden. In Mathe wird an den Grundschulen heute das Doppelte verlangt von dem, was zu meiner Zeit verlangt wurde. Die Kinder übrigens heute in der Grundschule sind um 20 IQ-Punkte schlauer als meine Generation in den 50er Jahren. Es gibt heute mehr Schüler auf weiterführenden Schulen. Die Selbstständigkeit nimmt zu und die Bewertungsnormen für Kinder ändern sich. Das heißt, wir bewerten heute die Kinder viel strenger als früher. Ein Beispiel, ich konnte mit 12 Jahren, wurde mir das Schnitzel noch, wenn ich eins einmal die Woche gekriegt habe, wurde mir von der Oma geschnitten. Das machen heute 5-Jährige. Einem 10-Jährigen mutet man selbstverständlich zu, von hier zum Bahnhof mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das wäre früher undenkbar gewesen. Na, da haben wir, in unserem Kopf hat sich vieles geändert und wir bewerten die Kinder heute anders als früher. Wir sind Opfer dieser Zeit, wir leben schneller, höhere Ansprüche, wollen mehr erleben und da müssen dann die Kinder natürlich auch drunter leiden. So, hab da alles schön aufgenommen. Ich höre da mal auf, ich habe noch ein paar Folien, aber die gehen nur über das, was ich da schon gezeigt habe. Wir können jetzt mal diskutieren. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für die Perspektive, auch so aktuelle Entwicklungen auch, die so ein bisschen konträr auch so ein Konsens sind, den man gerade in der Diskussion noch besteht. Ja. Gibt es Fragen Ihrerseits oder Ergänzungen? Wir machen die Tür zu und ihr kommt nur raus, wenn ihr ein paar Fragen stellt. Das ist etwas, was ich noch einhaken möchte, ein paar Fragen. Ich weiß nicht. Ich kann also in Diskussion auch ganz nett sein. Ja. Hallo. Sie haben ja von diesen After-School-Aktivitäten gesprochen. Wie sieht das denn aus? Also für Jugendliche gibt es das ja. Also ja, zum Beispiel Haus der Jugend oder so. Also Jugend. aber für Kinder, also die meinen jetzt Kindergartenkinder. Mhm. Ja, wie stellt man sich das denn vor? Also, so eine, ja, noch ein Haus für Kinder quasi, wo die da ab 4 oder 5 Uhr nochmal reinkommen. Ja. Also das ist eine gute Frage. Du fragst praktisch mehr oder weniger nach meiner Gesamtkonzeption von einer Kita, ne, nach Berücksichtigung all dieser Ergebnisse, die ich da gerade vorgestellt habe. Und ich würde Ihnen schon sagen, es ist eine Kita mit sehr viel Raum. Also Platz müssen die haben. Es ist eine Kita, in der die Gruppenzuordnung nicht so ganz scharf ist. Die Kinder dürfen auch die Gruppen wechseln. Es ist eine Kita, in der relativ viel erwachsenes Personal ist, damit mit vielen Kindern gleichzeitig individuell gesprochen werden kann, viel geredet werden kann im Handlungsverlauf. Ansonsten Ausrüstung, so wie Modellkitas eben sind, mit viel Material. Es ist eine Kita, in der ein positives Verhältnis zwischen den Erwachsenen und den Kindern existiert. Das ist ganz wichtig. Keine Beschämung. Ja, dieses proselysenhafte Meckern und so weiter, was man eben im Umgang mit vielen kleinen Kindern sich so angewöhnt hat, darf überhaupt nicht passieren. Ich berate im Moment auch eine Grundschule, ne, wo eine Lehrerin also vielleicht versetzt werden muss, weil die Kinder dauernd anschreit. Es gibt keinen Grund, Kinder anzuschreien. Ne, es ist auch da, wo Brennpunkte sind, soziale Brennpunkte. Ne. Ich meine, jeder hat Verständnis dafür, wenn euch das mal passieren sollte. Aber es gibt im Grunde genommen keinen Grund dafür, das zu tun. Sondern du bleibst einfach ein freundlicher Jugendlicher, älterer, ihr werdet von den Kindern genauso alt wahrgenommen wie ich auch. Kaum Unterschied. Die Frage, wie alt bist du denn? Ach, du bist ja so alt wie meine Schwester.
Ja, ja. Nicht? Also kann man ruhig sagen, wie die Erwachsenen, die in einer Kita sind. Das sind also dieses Klima, dieses mitmenschliche Klima und diese Freiheit, dieses Alltagslernen oder naturalistische Lernen. Man könnte auch sagen, situationsorientiertes Lernen. Es ist keine Kita, wo dann stramme Schulzucht herrscht, wo man Unterrichtsstunden hat, wo man jetzt ein Programm macht und dieses und jenes, ne? Sondern Programme will ich gar nicht verteufeln, aber die musst du irgendwie spielerisch so in den Ablauf da einbauen. Wenn es sich mal ergibt, wenn die Langeweile haben und so, dann mach doch mit denen sowas. Oder füge da mal ein paar zusammen oder wie auch immer. Anregung ja, aber in den Handlungsablauf der Kinder eingebettet. So stelle ich mir das vor. War das eine Antwort? So einigermaßen, ne? Ja. Ja. Mir schwimmen da natürlich schon Kindergarten vor, die ich kenne, ne, in denen das auch so der Fall ist. Es ist nicht so, dass das alles schlecht ist, ne? Aber manche, die denken da wirklich an alles und gibt wunderschöne und Einrichtungen. Was mir noch auffällt, das steht dann auch in meinem neuen Buch, wie stark die Kinder auf das Verhältnis eben zu den Erwachsenen in einer Einrichtung angewiesen sind. Also der Erwachsene, der so sagt, nein, 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 das machst du jetzt mal alleine oder so, vergiss das, das darfst du nie sagen. Du nimmst den immer an. Ne, wenn der sagt, Fräulein, zeig mir doch mal, ich habe Langeweile, ja, dann sagst du, nein, jetzt musst du selber überlegen. Nein, 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 nein. Ja, das ist ganz wesentlich. Und gerade auch da, wo es soziale Brennpunkte gibt. Unglaublich. Was die erleben, Kinder. Ne? Ich habe vor 3 Wochen in Obhutnahme an einer Grundschule in Nordrhein-Westfalen zufällig miterleben müssen. Die dauerte von freitags 14 Uhr bis 22 Uhr. 6 Kinder. Der Vater missbraucht die älteste Tochter. Der ist dauernd besoffen. Der prügelt die Kinder und die haben sich dann, weil da ein Todesfall war, da hat ein Vater seine Frau erstochen in dem Viertel, haben die sich dann der Rektorin da offenbart, dass das so ist und dann muss man mit dem Jugendamt, muss man sofort, da ist man ja verpflichtet zu, Jugendamt einschalten und dann dieses ganze Theater da erlebt und Gott sei Dank, die Schulleiterin war so ein Fall, die Kinder haben zu der Vertrauen, die haben sich sogar dann ins Frauenhaus schicken lassen, weit weg und so weiter, ne? Wollten dann einerseits auch wieder zu ihrer Familie und wollen das Ganze wieder abblasen. Ne? Das sind ja eben so richtig problematische Beziehungen. Und nur wenn sie so super Beziehungen zu den Kindern haben, wenn sie öffentliche Väter und Mütter sind, sie müssen in diese Rolle reinschlüpfen. Das mögen manche vielleicht nicht, aber sie werden sehen, dass die Kinder einfach das von ihnen erwarten. Die sind so auf sie angewiesen. Die haben zu Hause nichts. Für viele Kinder, gerade aus sozialen Brennpunkten, ist das einzige Lichtblick im Leben die Erzieherin und die Einrichtung. Da gibt es welche, die sagen, schade, dass jetzt Ferien sind. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Und deswegen ist diese Beziehung zu den Kindern, wie das schon in 20er Jahren dann hieß, eben die erweiterte Kinderstube, ein ganz wesentlicher Punkt. Und das ist nichts für diese, wie soll ich sagen, pädagogischen Apparatschicks und Administrationsprofis, ne, die das dann so alles so abhaken und hier mal so einen Plan und jetzt machen wir dies und das und so weiter. Das muss professionell gemacht werden, da wird nichts professionell gemacht. Solange Kinder klein sind, kann man das ruhig mal zur Seite legen. Das ist wirklich eine Beziehungsangelegenheit in erster Linie. Und dabei achtest du eben drauf, dass die Kinder wirklich angeregt werden und das Leben so erfahren, wie es sich dir darstellt. Die Sprache und es wird nichts tabuisiert. Wenn ihr euch montags wieder trefft, dann macht ihr einen kleinen Stuhlkreis und dann redet ihr darüber, wo ihr wart am Wochenende. Und wenn sie im Museum waren, bringen sie eine Postkarte mit, wo ein Bild drauf ist und besprechen das mit den Kindern und die können auch mal was mitbringen und so weiter. Es ist ganz familiär. Also so stelle ich mir so eine ideale Einrichtung vor. Weitere Fragen? Dann hätte ich vielleicht eine Frage. Ja. Wie sieht das denn aus? Das war ja implizit auch eine Kritik an Schule. Oder was kann Schule vom Elementarwahlrecht lernen? Oder kann Schule etwas lernen? Oder ist es eher eine Altersfrage der Kinder, dass die frühe Schule nicht altersgemäß ist? Schule als Struktur, vielleicht was von Elementarwahl? Also ich kann natürlich nur über Nordrhein-Westfalen reden. Also in Nordrhein-Westfalen hat der Kindergarten die Schule inspiriert. Das merkt man schon, wenn man so eine Grundschule heute betritt. Die sieht eher aus wie die Klassenräume, wie so ein Kindergarten.
Da gibt es diese Kuschelecken, ne? Da gibt es unterschiedliche Lernecken. Diese Zonierung der Räume ist ja typisch für einen Elementarbereich erst gewesen. Und das hat man heute in Nordrhein-Westfalen oder zumindest in Ostwestfalen, vielleicht angestiftet durch Niedersachsen, weiß ich nicht, ja, in der also das Kindergartenähnliche in den ersten Klassen auch überwiegt. Und man kann vom Elementarbereich diese Beziehungsfragen, ja, Sie haben gesehen bei der Umfrage, es ist einfach so, dass die Eltern das ja auch gerade mögen, das Verhältnis, wie man sich um ein Kind kümmert, die Freundlichkeit der Erzieher, dass das in der Grundschule ein absolutes Muss ist, aber leider noch nicht so verbreitet. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Das mag möglicherweise an der Lehrerausbildung liegen, kann ja auch nur für Nordrhein-Westfalen da reden, dass das so eher auf, ich bin ja nur der Fachmann oder die Fachfrau für ein Fach und ich weiß, wie es geht und das bringe ich jetzt dem Kind bei. Diesen ganzen anderen Sozialgemurks, den brauche ich nicht so, möchte ich auch gar nicht behandeln. Das müssen andere machen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Auch diese neue Zusammenstellung von 70.000 Studien weltweit zum guten Unterricht von Hattie hat eigentlich deutlich gezeigt, dass das Verhältnis der Lehrer zu den Schülern ein ganz wesentlicher Qualitätsfaktor ist. Und der lässt sich nicht in irgendeiner Form durch Listen und Qualitätsmanagement beibiegen. So nach dem Motto, er begrüßt dich freundlich. Ne? Ich kann jemanden auch freundlich begrüßen und er stirbt vor lauter Kälte. Ja? Guten Morgen. Na? Ja, ich habe ihn noch freundlich begrüßt, ne, sagen die dann. Nein, das sind Sachen, die kannst du nur sehen, ja, und da musst du selber Erfahrung sammeln, was das heißt, wenn man eine gute Beziehung zu einem Menschen hat. Er hat dann Vertrauen, du bist glaubwürdig in allem, was du machst. Ne? Du moserst da nicht rum, du beschämst ihn nicht. Ja? Achtung, Wärme, Rücksichtnahme, einfühlendes, nicht wertendes Verstehen, Echtheit, ja, nicht verstellen und so weiter. Das sind die zentralen Variablen. Will keiner haben. Warum? Weil im Schulbereich möchten die das alles juristisch dingfest machen. Die Eltern wollen das auch gerne so, dass man das irgendwie so genau alles aufschreibt und irgendwelche bürokratischen Handlungen dann macht. Und wenn man die gemacht hat, macht man ein Häkchen dran und dann ist alles in Ordnung. Wir haben es ja gemacht. Wir haben ja ein Gespräch gemacht oder so. Ein Gespräch machen. Meine Güte, bloß eins gemacht haben, ist noch nichts. Wie ist entscheidend. Ne? Und da gibt es große Unterschiede. So, letzte Chance. Eine Frage mit dem Donner. Na los, Mensch. Wenn nicht, dann herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Oh, schon alle? Ich glaube, aber ich glaube, wir nehmen alle sehr viel mit. Ja, ich könnte noch weitermachen. Hier, guck mal, der IQ, der ist nämlich ordentlich gestiegen. Ne? Ja, wollte ich alles sagen. Ne? Oder die Bewertungsnorm von Kindern. Guck mal hier, 72, 96. Hat sich nichts geändert. Aber beim normalen Kind hier ist es heute böse. Früher hielt man es für böser normal und für fauler. Ja, okay, das ist aber dann Schluss. Herzlichen Dank. Ja, okay. Wir nehmen ganz viel mit. Dankeschön.